Sie auf die Autobahn. Morgen! Wir sind auf dem Weg nach Gescha und wieder viel zu spät. Ich wollte eigentlich schon längst da sein, aber irgendwie bin ich wieder nicht aus dem Bett gekommen. Du solltest vielleicht auch dazu sagen, dass die Uhr da drauf nicht stimmt. Die Uhr stimmt nicht. Stimmt. Die stimmt doch, oder? Nein, stimmt nicht. Nein, die stimmt nicht. Wir sind um 7:30, nicht um 6:30 da, Schatz. Scheiße. Was hast du gerade selber gesagt? Ja, stimmt. Wir sind auf jeden Fall zu spät. Was heißt zu spät? Es geht noch, aber ich wollte halt eigentlich gerne einen guten Zeltplatz kriegen und ich befürchte, wir quetschen uns dazwischen. Ja. Wir schmeißen eben irgendwen weg. Genau. Aber wir haben alles mit, weil wir werden dann nicht nochmal nach Hause fahren, sondern wir haben uns ein Hotelzimmer genommen für Samstag, Sonntag. Nein, wir haben nicht die halbe Stube mit nach Gescha genommen. Und ja, dann müssen wir nicht 400 Kilometer fahren, sondern echt nur 200. Und ich glaube, das Hotel ist irgendwie 10 Minuten entfernt oder so. Ja, dann sehen wir mal, was wir heute für einen Unsinn machen. Und 15. Nadine mit Jack. Yes. Was hat der Giefenstein gemacht? Ich kann mal nachfragen. Ja. Könnt ihr euch an allen Beispiel rannehmen, die können sie noch freuen, die Eindruck. Start Nummer 53, Richtel mit Miller. Die Sonne blendet. Doch, Hauptsache. Nein. Meins hat deins angebufft. Morgen! Es ist jetzt 7 Uhr und ja, wir haben uns jetzt grob fertig gemacht und ich mache nur noch meine Haare eben föhnen und in den Zopf quetschen und ja, das ist unser Zimmer. Hier haben wir geschlafen und wir fahren jetzt gleich wieder zum Turnierplatz. Die A1 fängt, glaube ich, wieder an, das heißt, Jessie hat den Turnierstart um 9. Ich habe ihr schon um 6 Uhr was zu essen gegeben. Ja, ich gebe meinem Hund am Turnier morgens was zu essen. Das ist mir egal. Wenn ich morgens nicht frühstücke, dann geht es mir auch scheiße. Also muss sie was essen. Und ich finde, wer so viel leistet, der braucht auch was vor ihrem Magen. Und sie hat dann noch locker 6, 7, 8, 9, 3 Stunden Zeit, um das zu verdauen. Ja,
ja, 3,5 sogar, wenn nicht eher, weil die Large wieder relativ spät sind. Und genau, wir fahren gleich wieder los. Der Platz ist so ungefähr 10 Minuten entfernt. Unsere Läufe waren gestern so geil. Es hat so Spaß gemacht, einfach nur der Anlauf war null. Und es war so mega schön. Wir sind da einfach, ich bin, oh, was haben die anderen gesagt? Es sah aus, als würde ich nicht atmen die ganze Zeit. Habe ich auch, glaube ich, gar nicht. Aber es war so schön. Und der Jumping war auch schön, bis auf den Frühstart. Und dass gewisse Leute und dass ich so inkonsequent war und einfach weitergelaufen bin. Aber ich weiß auch nicht, keine Ahnung, es hat sich einfach zu gut angefühlt. Und dann ist die Stange gefallen, weil ich stehen geblieben bin. Sie musste das, also sie hat es dann alleine gemacht und dadurch, dass ich dann so stehen geblieben bin, ist dann die Stange gefallen, dann sind ihre Füße gefallen und tja. Aber es war trotzdem geil und ich bin mega stolz, weil sie hat zweimal den Slalom richtig geil gemacht und ich bin einfach mega froh, dass das so gut geklappt hat. Und heute wird nochmal richtig cool, weil, ja erstmal Turnier, aber Jessys Geschwister kommen halt auch alle. Und drei laufen, also Jazz, Enya und Sasu, die laufen. Und Seven und Eve, die kommen zum Gucken. Und ich hoffe, wir kriegen ein paar Bilder hin. Das Wetter ist auf jeden Fall ganz gut. Der Himmel klart auf. Ich denke, wir kriegen sogar Sonne, wenn wir Glück haben. Und ja, ich hoffe, wir haben einen schönen Tag. Ciao! Das Zimmer. Hier, komm mal her. Das ist zwar eine Kamera, aber nicht für dich. Echt? Und das Badezimmer. Ja, natürlich jetzt extra für euch, nur dass wir nicht vorher machen. Das klingt ja anständig. War mit extra im Bett. Und die Lara. fertig. Klammer deponiert. Und jetzt lassen wir die Jazz raus. Guten Morgen, Jessie. Da will jemand was trinken. Startnummer 52, Nadine mit Jess. Gutes Übrigen Schulter dran, aber nach der Laut war hier. Jetzt sind wir bei Nadine mit Jazz, Startnummer 52.
von Gescher nach Hause. Mega müde. Aber es war mega schön, wie ihr seht. Wir haben noch richtig geiles Wetter gehabt. Morgens war es noch ziemlich kalt, aber jetzt ist es echt mega warm. Die Läufe waren beide das, aber trotzdem ganz schön. Der Anlauf hatte so seine schönen Phasen. Ich hatte zwei Stangen und deswegen habe ich nach dem Slalom dann auch gelobt und mein Disc kassiert, weil das darf man ja nicht den Hut so antatschen. Ja, Steg habe ich sie dann nochmal zurückgesetzt, weil sie mir da auch runtergerannt ist, aber ansonsten, wie gesagt, war es ganz ordentlich. Der Jumping, ja, der war einfach nur geil und ich, blöde Kuh, habe den Weg vergessen. Der Slalom war so gut und ich habe ihr so fasziniert dabei zugeguckt, dass da plötzlich so eine Hürde stand, die ich irgendwie nicht erwartet habe. Scheiß Wanderhürden. Ja, Wanderhürden, aber echt. Und ja, es war geil. Ich bin richtig mal ins Rennen gekommen. Also ich bin nicht auf der Stelle rumgestanden, sondern konnte mal mega Gas geben und Jazz auch. Sie hat alles super gemacht, sie hat einen geilen Slalom gezeigt. Ich war so übelst stolz auf sie. Ja, es waren zwei mega schöne Turniertage. Gescher ist ja sowieso immer das Highlight schlechthin und ich liebe die Turniere da jetzt einfach und ich hoffe, ich kann nächstes Jahr auch hin. Und ich bin zufrieden. Ich meine, es war einfach schön und auch das Treffen mit den anderen war richtig, richtig toll. Die haben sich alle einfach so toll gemausert und sind so liebe, verträgliche und hübsche Hunde geworden. Und ich habe 1400 Bilder gemacht oder so, die ich in den Tagen bearbeiten werde. Genau wie das Video. Sorry hier schon mal, dass es so spät kommt. Ja, ich hoffe, euch gefällt das Follow Me Around. Ist halt, ne? Ich kann das halt eigentlich nicht so gut. Aber sie wird genötigt. Ja, sie wird genötigt. Aber ihr seht, denke ich, ganz viel. Ich habe auch viel von den anderen gefilmt. Und Lara, meine Kamerafrau, war so lieb und hat die Kamera immer mitgenommen, wenn ich beschäftigt war. Und hat die ganzen Läufe gefilmt. Danke! Bitte! Und jetzt fahren wir heim. Wir gehen nochmal eben was essen bei McDonald's oder so. Und ja, auch sonst. Fahren dann tot ins Bett. Gott sei Dank hat die Woche nur 3 Tage.